Fragt nur. Habt ihr einen Plan? Minsk und Bo. Wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse einen Schritt zur Seite. Heiliges Zerschmettern wird hier nicht gehen, weil die wahrscheinlich nicht böse sind, sondern neutral. Okay, es sind mehrere Magier. Gut. Was braucht ihr? Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Ich brauche... Braucht ihr etwas? Au, was tötet Airy gerade? Okay, das hat gewirkt. Sag bloß, der schleudert Geschosse zurück. Okay. Ich bin ja, Hera, du könntest dich auch mal beteiligen. So. Ihr tragt die Wunden des Kampfes mit Würde, Keldorn. Ein Krieger mit euren Fähigkeiten würde in meiner Heimat Rashemen respektiert werden. Hier steht hoch verehrt, aber ist auch dasselbe. Ich bin nicht stolz auf meine Wunden, lediglich auf den gewonnenen Kampf. Die Tatsache, dass ich die Möglichkeit habe, meinen Körper für die gerechte Sache zu opfern, bedeutet nicht, dass ich das auch gerne täte. Das beste Beispiel steht darin, auch beim Sieg über das Böse stark zu bleiben. Meinen Wunden messe ich keine Bedeutung bei. Dies Bo ist ein legendärer Held. Minsk fühlt sich geehrt, an eurer Seite kämpfen zu dürfen, Keldorn. Es ist keine besondere Ehre, mit mir gemeinsam zu kämpfen. Es ist eine Ehre, für das Gute zu kämpfen, denn das ist der Quell meiner Kraft. So gesehen haben die beiden eigentlich ziemlich gleiche Ansichten. Was ist denn noch auf die gewirkt? Ach ja, Schutz vor dem Bösen. Was wahrscheinlich auch nicht viel gebracht hat. Sprecht frei heraus. Vita. Mormus. Vita. Mormus. Ich helfe, wo immer ich kann. Vita, Vita, Mormus, Vita, Mormus. So, heilen wir mal ein bisschen. Mormus, Vita, Mormus. So, und dann gucken wir mal. Wir haben ja Zeug, das wir identifizieren können. Ein Stabspeer plus 2. Ist auf jeden Fall besser als die Stabschleuder, die ich hier habe. Macht nämlich 1 wie 8 plus 3, hat ein ETW von minus 2, die hat ein ETW von minus 1. Also ja, kriegst du einen Speer in die Hand. Abwehrarmbänder, Rüstungsklasse 6. Sie trägt schon 3. Das ist besser. Du kannst dein Schilleramulett ruhig wieder haben. Wo ist die Tranktasche? Oh, die ist hier gelandet. Genauso wie der Schriftrollenbehälter. Gut. Und selbst die Zaubersprüche, die... Obwohl... Beta ist voll. Phantomklinge, der Zauber klingt mächtig. Das hier ist schneller als Chick-Ticker, Schnellpratze. Abbild, das klingt auch recht mächtig. Damit kann ich, glaube ich, einen Doppelgänger erschaffen.
Abbild. Der Zauber erzeugt ein Duplikat des Magiers, das in diesem Fall das gleicht und sein äußerst so äußerst starken Verbündeten darstellt. Die Stufe des Abbilds beträgt 60% der Stufe des Magiers. Verfügt über alle Zauber und Fähigkeiten, über die der Magier auf dieser Stufe verfügen könnte. Mhm. Phantomklinge. Ah, das hat auch geklappt. Sehr gut. Katana plus 1. Beißende Bolzen. Und du bist voll. Ich werde es tun. Ein Heiltrank. Ein Unsichtbarkeitselixier. Ist eigentlich was für Yoshima. Und der hat auch noch Schmuck hier. So. Kurzschwert. Bolzen plus 1. Geld. Ja, der Oberwufti, der interessiert mich gerade ein bisschen mehr. So, das kannst du trinken. Ein ziemlich gutes zweihändiges Schwert, so wie das aussieht. Das waren die falschen Pfeile. Wieder frische Pfeile plus 1. Gut. Plattenpanzer. Erstmal das Schwert. Das ist nur ein zweihändiges Schwert plus 1. Ne? Und das kann ich nicht identifizieren, weil wir nicht mehr keine Ladung mehr in der Brille haben. Auch gut. Braucht ihr etwas? In Bayerwans Namen. Es soll geschehen. Oh, Pfeile der Betäubung. Das ist Kugel plus 2, das ist zum Glück einfach. Ein bisschen Schmeide. Neue Abwehrarmbänder. Das geht mal zu Yoshimo, dass sie weiter aufsammeln kann. Bei dem waren wir schon. Du fehlst noch. Ein Ring. Ein unsichtbarer Pirscher. Eine Stabschleuder, die ist nicht so toll. Du siehst aus wie ein Schutzumhang. Okay, der Zauber befindet sich bereits in unserem Zauberbuch. Und Abwehrarmbänder, die wir wieder nicht identifizieren können. So. Was möchtet ihr? Damit wären wir im Hafen eigentlich fertig. Erzählt mir mehr davon. Denke ich jedenfalls mal. Die sind nämlich ziemlich keine tot. Große Herausforderung. Ich warte. Das geht mal zu Yahira. Ich will mal ausprobieren, wenn ich hier hochgehe, ob da immer noch alle böse auf mich sind. Nun gut. Noch nicht du alleine. Ja, ich erwarte. Ich biete meine Dienste und mein Leben, wenn nötig. Ihr braucht meinen Rat, nicht wahr? Ja, was immer ihr wünscht. Hier scheint alles friedlich zu sein. Oh! Die geisterhaften Hafenspieler sind weg. Naja, ist auch nicht schlimm. Dann nehmen wir den Weg hier oben raus. Ihr müsst raus. Eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet... Wenn ihr es wollt... Ja, wir gehen gerade den Umweg, weil wir müssen da unten wieder rein. Ihr müsst eure Gruppe. Typischer Fall von Dings, du. Natürlich. Ihr müsst. Das heißt, wieder zurück zur Walkenpromenade und Zeug verkaufen und dann geht's endlich in die Oma-Hügel. Achtung! Achtung!
Der Schutz vor dem Bösen hält zum Glück ziemlich lang an. Auf das Gute. Euer Wunsch ist mein Begehr. Nichts Böses zu entdecken. Nicht mal der Junge hier ist böse. Gut. Keldon hat die Zauber hier. Verlangsamen und Vampirgriff, die können alle drei weg. Weil, soweit ich weiß, hat sie alle drei Zauber. Ach ja, ich wollte ja hier bei ihr einmal Stärkung rausschmeißen. Was nehme ich dafür rein? Das ist die gute Frage. Ganz ehrlich, weil den Geisterhammer kann ich auch entfernen. Der macht nämlich nicht viel. Für je 6 angefangene Stufen des Priesters bis zu einem Maximum von plus 3. Nee, der ist nicht mächtig. Und das Ding auch nicht. Nee. Stille im Radius von 4 Meter, das wäre zum Beispiel nicht schlecht. Da nur anwesend sind, kann man das geben. Aha. Nö, Stille ist dann auch nicht so gut. Versuchen wir mal mit Personen festhalten und einmal das hier, weil wenn sie es zaubert, ist es irgendwie schneller, als wenn sie den Skill benutzt. Hm. Ja, hier unten durch und dann sind wir auch gleich aus dem Viertel raus. Es bringt nämlich einfach nichts, Fähigkeiten zu haben, die man nicht oder sehr selten benutzt. So, das heißt Wagenpromenade. Keine große Herausforderung. Ich bin jetzt auf der Seite der Promenade rausgekommen. Das ist auch nicht schlimm. Ja, von mir aus. So. Was war eigentlich mit dem Sache mit den Hafnern? Er hat genau zur Hafnerfeste zitiert. Ich bin vor die Hafner in ihrer Feste getreten und musste feststellen, dass die ganze Sache nur eine Inszenierung war und die Ambition eines Mannes namens Galvaray zu befriedigen. Er wollte das Kind Bals einkerkern und damit angeblich das Gleichgewicht wiederherzustellen. Das würde seine Position bei den Hafnern stärken und ihm die Chance geben, zum Herold zu werden. Gaira hat mich offenbar hierher gebracht, um Galvaray zu demonstrieren, wie ich wirklich bin, doch die Entscheidung über meine Natur war schon vorher gefällt worden. Gaira war vor der Behandlung, die mir zuteil wurde, so angewidert, dass sie auf meiner Seite gegen ihre Brüder kämpfte und dadurch zur Verräterin wurde. Es ist Galvaray tot, seine lächerlichen Ambitionen wurden mit ihm zu Grabe getragen. Ja. Denkt da nicht einmal dran, was zu stehlen. Denke ich auch nicht. Ich will nur mit Rival reden. So, ja. Wie gesagt, die Stäbe haben alle nur eine Ladung. Wobei ich immer noch am Überlegen bin, ob ich bestimmte Stäbe nicht einfach wirklich in der Magiergilde verkaufen soll. Gerade den Stab der Todeswolke und den der magischen Geschosse. Und den Feuerstab auch. Über die beiden denke ich noch nach. Dolch plus 2, der kann weg. Verlangsamen Freundschaft, das kann auch alles weg.
zweihändiges Schwert plus 1 kann auch weg. Gibt gut Gold. Stabschleuder plus 1 kann weg. Beschlagener Lederwams. Chassilim kann weg. Kriegshammer plus 1 ist mehr wert als das Zweihandschwert. Sogar das Langschwert ist mehr wert. Eine Lederrüstung. Pakettenhemden. Streitaxt. Stabschleuder.